Moin, herzlich willkommen zum Beitrag von Finanzdiskurs, heute zum Thema Riester. Seinen Ausgang nimmt der Beitrag an einem Artikel auf NTV, bei dem die Rede war vom Missverständnis Riester-Fonds sparen. Dass Riester nicht so richtig optimal ist, hat sich ja so langsam durch die Presse hindurchgearbeitet. Eine Ausnahmestellung hatten eine Zeit lang immer noch diese Fondssparpläne und die sind jetzt also in der Cashlock-Falle. Darum soll es heute nicht gehen, sondern einfach nochmal um das Thema Riester. Und bevor wir uns dem Thema Riester nähern, vielleicht einfach nochmal kurz zwei Töne dazu, warum überhaupt Riester. Liegt letztlich daran, dass es eine gesetzliche Altersvorsorge gibt, die aber mit Lücken behaftet ist. Das heißt, jeder soll privat für sein Alter vorsorgen. Damit man das macht, gibt es Steueranreize, die die Regierung letzten Endes bietet. Und eine Durchführungsform von Altersvorsorge wäre also Riester. Bei jeder Form der Altersvorsorge, die letzten Endes nichts anderes ist als eine Geldanlage, gilt es immer zu betrachten, wie teuer ist denn dieser Versicherungsvertrag und wie hoch ist der Steuervorteil, den es mir bringt. Und solange der Steuervorteil die Kosten überwiegt, ist es ein guter Deal für mich als Sparer, ansonsten eben nicht. Ich habe zu Riester schon mal einen Beitrag geschrieben, da ging es um die Riester-Pflaume. Da wurde Kuchen gebacken und es gab eine Pflaumenkuchenkönigin. Jetzt habe ich ja weder einen Ofen noch eine Königin und ich mag das gerne transparent machen an Äpfeln. Wir haben also zwei Menschen, die Apfelkuchen backen wollen später und die deswegen anfangen, Äpfel zu sparen. Der eine Sparer macht das relativ einfach. Er legt jetzt einen Apfel weg und später am Ende der Sparfrist durch Zinsen, Rendite und so weiter hat er also zwei Äpfel. Schöne Geschichte. Das war es eigentlich auch schon. Mit diesen zwei Äpfeln kann er dann machen, was er möchte. Es gibt also Arten des Vermögensaufbaus, wo man später das gesamte Kapital entnehmen kann oder eben stückhaft so, wie man es gerne hätte. Der andere Sparer hält sich für clever. Der spart auch. Der hat aber vom Riester-Apfel gehört. Das heißt, ich baue das mal eben wieder zusammen, der muss nur ein Dreiviertel Apfel sparen und bekommt das letzte Viertel von der Riester-Stelle geschenkt. Denkt er sich, das ist ja richtig schlau, da muss ich ja weniger zahlen und am Ende stehen da trotzdem zwei Äpfel. Wäre tatsächlich eine super Geschichte, nur ist es zum einen so, dass er einen Teil des Geschenkes vom Anfang wieder zurückzahlen muss. Das heißt, jeder Riester, der Zulagen bekommt oder einen Steuervorteil, muss später seine Rente wieder versteuern. Hat er also schon nicht mehr ganz zwei Äpfel. Abgesehen davon hat er diese zwei Äpfel aber auch nie, weil ihm die Äpfel nur stückweise zugeteilt werden, weil nämlich die Riester-Stelle, der Versicherer, sich überlegt, wie lange lebt der denn, wie lange will der Apfelkuchen backen und wie lange muss ich ihm dann immer wieder stückchenweise Äpfel zuschieben. Und das ist das eigentliche Skandalon der Riester-Verträge, also gar nicht mal die Kapitalanlage, die Kosten und so weiter. Auch dazu gibt es genügend Kritik. Die Hauptkritik ist aber die, dass man eben keine Verfügbarkeit über das Kapital hat, sondern nur stückchenweise seine Äpfel bekommt. Und obwohl man von seinem Ersparten zwei Äpfel zusammengespart hat, kriegt man ein kleines Stückchen und noch ein kleines Stückchen und noch ein kleines Stückchen und so weiter ad nauseam, was aber dazu führt, dass man sehr, sehr alt werden muss, um überhaupt mal die eingezahlten Beiträge ausgezahlt zu bekommen, ganz zu schweigen von irgendwelchen Zulagen, die man in den meisten Rechnungen, wenn man sich das durchrechnet, irgendwann so ab 85 bekommen wird. Das heißt, wer durchschnittlich alt wird, und Durchschnitt heißt ja immer, die Hälfte wird eher früher sterben, hat mit einem Riester-Vertrag einen schlechten Deal gemacht. Und das ist das eigentliche Skandalon von Riester-Verträgen. Konfetti!